Eine andere Version der Schnecken ist in herzhafter Variante. Wie man sie zum Beispiel mit Roquefort und Spinat macht, zeige ich euch jetzt. Wir beginnen bei der Herstellung vom Focaccia-Teig mit dem Abwiegen der Zutaten. Das haben wir schon mal vorbereitet. Und zwar haben wir einmal Dinkelmehl vom Typ 630. Ist ein Auszugsmehl. Man könnte auch ein Vollkornmehl verwenden. Bei der Verwendung von Vollkornmehl sollte man darauf achten, dass man dem Teig ein bisschen mehr Wasser gibt, weil Vollkornmehl mehr Wasser aufnimmt. Neben dem Dinkelmehl setzen wir dem Focaccia-Teig noch Hartweizengrieß zu. Der Hartweizengrieß sorgt dafür, dass ein bisschen mehr Flüssigkeit gebunden werden kann. Das macht den Teig nachher saftiger. Den haben wir schon mal abgewogen. Das alles macht man so, wie man das von zu Hause, von der Oma vielleicht kennt, auf dem Tisch. Ihr könnt es auch in eine Rührschüssel machen. Baut wie so einen kleinen Vulkan mit einer Mulde in der Mitte. Eine Prise Salz noch dazu. Und die Hefe. Die Hefe kann man, damit die sich besser verteilt im Teig, ein bisschen zerbröseln. Dann haben wir Olivenöl, welches wir in die Mitte geben. Und beim Wasser sollte man dann darauf achten, dass das handwarm ist. 28, 30, 35 Grad. Dann das Wasser schluckweise in die Mitte geben und anfangen von der Mitte so ein bisschen an den Außenwänden das Mehl reinzuholen. Wenn das Ganze ein bisschen gebunden ist, damit dann das nicht über den Tisch wegläuft, gibt man ein bisschen mehr Wasser rein. Also das intensive Kneten ist dann nachher für den Teig extrem wichtig. Die meisten Teige, indem man Hefe zusetzt, haben das Problem, dass wenn sie nicht richtig aufgehen, dann liegt das nicht daran, dass die Hefe irgendwie schlecht war oder weil irgendjemand ein Fenster aufgemacht hat, sondern einfach daran, dass der Teig nicht gut genug geknetet wurde und sich das Klebergerüst nicht richtig ausbilden konnte, was dann am Ende die Gärgase hält, die die Hefe bildet. Jetzt haben wir hier schon so halbwegs eine Teigkonsistenz. Für zu Hause wichtig wäre halt, dass man sich immer genügend Platz vorbereitet. Also ein Küchentisch ist ein bisschen kleiner als eine Arbeitsplatte. Da kann es natürlich schon sein, dass dann der Teig mal so halb runterläuft, wenn das Wasser irgendwo einen Ausgang findet. Aber das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn der Teig so langsam anfängt, sich von der Hand zu lösen. Auch wenn er am Tisch noch sehr klebrig ist und man das Gefühl hat, der könnte noch ein bisschen Mehl vertragen, sollte man darauf achten, dass man ihn trotzdem weich hält. Weil ein weicher Teig geht immer besser auf. Und in dem Moment, wo ich noch mehr Mehl jetzt reingeben würde, würde der Teig zu fest werden. Und es führt dann am Ende auch dazu, dass man ein sehr trockenes Gebäck hat. Also ein bisschen Mehl kann man noch nehmen zum Trennen, aber jetzt sieht man schon, der Teig klebt schon nicht mehr so sehr an der Hand. Sehr homogen. Und man kann ihn auch ohne Mehl eigentlich formen, ohne dass er am Tisch kleben bleibt. Nachdem der Focaccia-Teig dann geknetet ist, geben wir ihm ein bisschen Zeit und lassen ihn so 20 Minuten bis eine halbe Stunde gehen. Als nächstes bereiten wir die Füllung vor für die Spinat-Roquefort-Schnecke. An Zutaten haben wir hier Spinat. Man kann sowohl frischen als auch tiefgefrorenen nehmen. Wir haben tiefgefrorenen. Dann haben wir Crème fraîche, Gemüsezwiebel, Knoblauch, ein Ei, Roquefort-Käse, Salz und Pfeffer zum Abschmecken oder würzen. Das geben wir alles nacheinander in ein Gefäß, möglichst ein hohes Gefäß, dann spritzt das nicht so rum beim Pürieren. Wir verwenden tiefgekühlten Spinat, man kann aber auch frischen Spinat verwenden, je nach Saison. Bei tiefgekühlten Spinat sollte man darauf achten, dass man das Wasser vorher ablaufen lässt oder den Spinat ein wenig ausdrückt, da die Masse sonst zu flüssig wird. Die Zutaten dann alle zu einer homogenen Masse pürieren und noch kurz beiseite stellen, bis wir den Teig ausgerollt haben. Nach der Teigruhe, nachdem der Focaccia-Teig deutlich aufgegangen ist, wie man sieht, erkennt man auch anhand einer Druckprobe, wenn der Teig zurückkommt in seine ursprüngliche Form, rollen wir ihn aus, möglichst in eine rechteckige Form, ungefähr 30 x 40 cm. Damit wir eine rechteckige Form relativ einfach hinbekommen, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar schneidet man mit einem scharfen Messer ein Kreuz in den runden Teigling.
zieht die Ecken etwas nach oben und nach unten und erhält schon so ein recht gleichmäßiges Rechteck. Jetzt würde man mit einem Rollholz das Ganze gleichmäßigen Druck immer aus der Mitte heraus nach außen bis auf die gewünschte Größe ausrollen. Den Teig mal kurz von der Arbeitsfläche heben, damit er sich entspannen kann. Und nachdem wir den Teig fertig ausgerollt haben, beginnen wir die Füllung drauf zu streichen. Die fertige Füllung gleichmäßig auf den Teig geben und mit einem Löffel oder mit einem Schaber gleichmäßig auf der Oberfläche des Teiges verteilen und anschließend zu einer Schnecke aufwickeln. Beim Aufrollen der Schnecke sollte man darauf achten, dass das Ganze gleichmäßig passiert. Hierfür ist natürlich wichtig, dass der Spinat bzw. die Füllung gleichmäßig auf dem Teig verstrichen wurde. Dann legt man die Oberseite einmal kurz um und wickelt das Ganze mit ein bisschen Spannung, indem man das immer wieder so ein bisschen nachzieht. Hier wickelt man das Ganze bis zum Schluss auf. Bis man einen solchen Teigstrang erhält. Dann schneiden wir diesen Teigstrang in 12 gleich große Stücken. Und geben die fertigen Schnecken in die vorher gefettete Muffinform. Die fertig gerollten und in die Form gesetzten Schnecken sollten jetzt 30 bis 60 Minuten an einem warmen Ort gehen, bevor sie in den vorgeheizten Ofen kommen. Die Spinat-Roquefort-Schnecke ist jetzt fertig.